Es läuft, wie gesagt. Danach werden natürlich immer mehr von, vielleicht von so welchen kleineren Dingern, die einfach nur so die Spiele vorstellen, dann so 14 Parts oder 10 Parts vielleicht sein. Und dann, ja, muss man sehen, was sich jetzt so als großes sowas. Wie gesagt, dann, wenn ihr dann, wie heißt der nochmal, wenn in den Kommentaren dann steht, dass ihr dann doch noch die anderen drei Bosse sehen wollt oder sowas, dann ist das kein Problem, dann werde ich das eh machen. Und dann werde ich auch das Schiff umbauen. Das ist jetzt nur für dieses kleine Ding, weshalb soll ich das Groß A jetzt hier noch ausbauen. Und vielleicht haben wir dann auch noch das Glück, dass wir endlich mal eine Stadtstufe 5, 6 mit Skills finden, damit wir uns endlich mal unseren Skill holen können für die Kanone. Vielleicht finden wir den Kanonenschiff sogar beim legendären Schiff, das wäre natürlich auch super. Ich glaube, in irgendeinem Speicherstadt hat meiner, glaube ich, dieses Kanonenschießen, nur ich glaube, ich habe keine Munition oder ich habe keine Kanone, so ist das. In dem einen Ding, wo ich natürlich den Skill gelernt habe, habe ich natürlich keine Kanone, um die zu benutzen. Yay. Das ist natürlich, nicht gerade so das Beste, ne? Aber wie gesagt, das ist immer so die Sache. So. Unsere Leute gehen jetzt in die Bar, um ihre Moral noch aufzufüllen. In Moose Town. So. Es wird Zeit. Das ist hier die letzte Vorbereitung. So. Jeder nimmt seine Waffen. So. Die Moral wird hier gestärkt. Das heißt, wir müssen eh nicht bezahlen. Essen ist eh egal. Hier. Wir gehen hier. Verkaufen alle Blöcke, die wir nicht brauchen, weil ich denke, wenn wir so legendäre Schiffe senken, da wird einiges an Sachen kommen. Und perfekt, wir haben jetzt 18:1, das heißt so knappe 20 Minuten, 21 Minuten wird das sein. Der erste Part, deshalb werde ich jetzt einfach so cutten, wenn ich hier in der Stadt bin. Also nicht wundern, wenn ich sage, oh ja, toll, das war jetzt der letzte Part und dann geht es trotzdem noch weiter. So. So, Terrell, nimm alles, was ich habe. Den ganzen Fisch. Die ganzen Woodwalls, die Woodbricks, das, den Mast, den ich nicht mehr brauche. Oh, ich habe noch ein Segel bekommen, wie schön. Wir können noch einen zweiten hinbauen, aber was sollen wir damit, ne? Wood können so. Wir brauchen hiervon nichts. Wir haben 2000. Aber wir können auch hier weit mehr verkaufen, ne? So, Crab Meat brauchen wir, Sugar brauchen wir, Elixier brauchen wir. Whisky benutzen wir gleich auf uns. Ein Auto-Elixier brauchen wir auch. Ein Rosary können wir verkaufen. Plattenarmor können wir verkaufen. Die Tabakolis. Aber wir haben hier die Diaper. Das Brot. Die Bandagen brauchen wir. Das kleine Elixier lasse ich mal auch. Das hier, dieses Turtle Egg verkaufen. Chef's Knight. Diese Thor's Unterwäsche. Das Wikinger Oyster Shells verkaufen. Bone Meal verkaufen. Hobo Rex. Ja, behalte ich einfach mal. Einen Love Letter. Ein iPad behalte ich auch. So. Und jetzt das letzte. Ich kaufe mir noch 1, 2, 3, 4 davon. Und den Rest werde ich alles so in die Dinger investieren. So, damit wir uns immer gut heilen können, wenn wir da am Kämpfen sind. Ich weiß nicht, wie viel HP die anderen haben. Also, das wird dann. So, jetzt haben wir fast so viel Geld ausgegeben. So, wie viel haben wir denn hier drin? 17. Stimmt, wir haben keinen Fisch mehr, ne? Aber das ist keine lange Fahrt. So. Auf geht's. Für den Last Stand. Gut, wie gesagt, ich weiß nicht, ob es, was am besten ist. Ist es besser, wenn man zum Beispiel eine Crew von 10 Leuten hat, alle auf Level 10? Oder ist es besser, wenn man zum Beispiel 3 Leute wie wir sind, so auf Level 14, 15, sowas, ich glaube, passt. Da 16, 18 und wie ich selber bin 34. Ich weiß nicht, was da in der Richtung zum Beispiel besser ist, ne? Wie gesagt, kommt es drauf an, mit wie viel man kämpft, oder kommt es darauf an, mit wem man kämpft. Also ich bin immer der Meinung, lieber eine kleinere Gruppe zu haben und man weiß sozusagen mit wem und man weiß wie. Das heißt, wir haben zum Beispiel diese besonderen Attacken. Wäre schön, wenn unsere Leutchen zum Beispiel auch dieses Basic Parrying, Auto-Dodge, Counter-Attack und sowas gelernt hätten. Aber jetzt ist es zu spät. Vielleicht, wenn wir das überleben und ihr wollt, dass wir das weitermachen, werde ich denen das auch noch beibringen. Weil ich denke, so eine kleine Truppe zu dritt ist auch ganz gut. Oder sagen wir so, Jack Sparrow ist auch eine Zeit lang alleine gereist und er hat es auch geschafft. Oder One Piece.
Genau, da ist es ja bei One Piece. Man sieht immer, die Marine, die hatte diese 5 Millionen Leute, die alle immer angreifen und trotzdem haben sie nicht gewonnen. Und dafür ist es aber besser, wenn dann zum Beispiel Ruffy mit seinen 7 Leuten, man könnte das zum Beispiel machen, die, war das nicht die Flying, nee, Flying Lamp? Also ich weiß, dass das Schiff Lämpchen war und danach zum Löwen wurde. War das die Flying Lamp? Ich habe das so lange nicht mehr gesehen, obwohl ich eigentlich ein richtiger One Piece Fan bin. Oder gewesen bin, in der Richtung. Wie gesagt, ich habe hier mal aufgehört zu gucken. Ich glaube, da wo, bevor Puma die Ace gefangen genommen wurde. Ich weiß, dass er stirbt, aber ich brauche das. Ich glaube, das ist keine Spoiler, wenn ich das sage. Ich glaube, ganz Tumblr und alles waren eh voll, als er dann gestorben ist. Und sowas alles, ne? Also in der Richtung wäre es nichts Neues. Ja. Deshalb. Aber das weiß ich wohl. Aber ich dieses Ganze, was da in diesem Komplex passiert ist, nee, weiß ich nicht. Also, ich weiß wohl, dass der da irgendwie noch so welche irgendwie vergiftet wurde. Die eine hat ihm, glaube ich, irgendwie im Leben geschenkt oder sowas. Da bin ich mir echt nicht sicher, deshalb. Das ist so die Sache. Außerdem frage ich mich immer noch, ob es eine Teufelsfrucht gibt, die einem ermöglicht, einem zu schwimmen. Sozusagen die Schwimmfrucht. So, wir sehen. Die legendären Encounter hier oben ist der Boss, der Peter Sunde. Der hat aber auch nur 400, aber dafür seine ganzen kleinen Typen hier, das sind eigentlich fast alles nur so Kampfburschen. Besonders sehen wir, der hat zum Glück keine Kanonen, das heißt, er kann uns nicht anschießen. Und wie wir gleich sehen werden, wenn die Typen nie zu uns kommen und uns angreifen. Also wenn dieses Spawning hier vorbei ist, weil die das X eingeplant haben. Weil sonst hätten wir einfach hier stehen können, die immer nacheinander einfach von Bord schubsen können. Ne? Also hier, guck mal, die Zeit ist vorbei. Oh. Doch, stimmt. Alle kommen außer der. Das heißt, wir stellen uns mal hier hin. Haben wir Glück vielleicht. Dass wir noch ein paar so bisschen... Wow. Oh, jetzt geht's aber los auf unserem Schiff. Das ist aber hier voll. Wow, einer hatte hier rote Energie. Wer ist das? Oh, Abel. Was hast du denn da gemacht? Also zuerst mal die billigen Sachen hier benutzen zum Heilen. Komm, hier ist die Bananen. Ist ein paar Kokosnüsse. Uns geht's eigentlich noch ganz gut. Schade, ich habe immer noch gehofft, dass vielleicht irgendwer mal hier runterfällt. Oh, irgendwas ist da passiert. Ist einer von uns gestorben? Nein, noch nicht. Nein, Elixiere haben wir noch einige. Ich benutze mal aber ein bisschen lieber Crabmeat hier zurzeit noch. Und wir haben noch Zucker. So. Wow. Was für ein Kampf auf so einem kleinen Schiffchen, ja? Oh, wie sieht das eigentlich aus? Oh, der Typ ist schon fast weg. So. So, und wir selber essen jetzt auch den Rest vom Crabmeat und 2-3 Elixiere. So. Wow. Was für ein Kampf, ey. Also ab und zu müssen wir echt mal immer Pause machen und gucken, wie das aussieht. 50, 50, 70. Okay, irgendetwas ist hier noch. Ach, die werfen mit Wurfmessern. Oh. Oh, Glück gehabt, ey. So, trink den Whisky. Was leveln wir auf? Bitte Stärke. Wir sind aufgelevelt. Okay. 41 geht noch. Ich sehe sehr viel Dodge. Aber ich habe irgendeinen jetzt gerade mit... Oh, roter Energie gesehen. Oh, der wurde hart getroffen. Ja, da haben wir vielleicht zu viel verbraucht. Also hier sind noch einige da am Leben, ne? Also wir haben, glaube ich, noch... Da, einen haben wir jetzt endlich mal geschafft, dass er sich zurückzieht. Da ist schon mal gut. Wenn wir das jetzt noch mit mehreren schaffen würden, wäre das besser. Oh nein, Abel! Oh. Oh, ich wollte schon sagen, ist der tot? Nee, noch nicht. Glück gehabt. Abel müsste gleich hier oben wieder erscheinen und mitkämpfen. Oder weiterkämpfen sollen. Oh nein, da sind welche rot. Oh, der eine ist tot.
Oh, super. Einen haben wir schon mal verloren. Jetzt sind wir gerade vom Boot geflogen. Und Abel ist tot. So. Wow, guckt euch das mal an. Hallo, ich bin noch hier am Leben. Jetzt müssen wir uns eigentlich nur noch um uns selber kümmern. Was vielleicht sogar besser ist. Das heißt, wir versuchen, unsere Mannschaft zu rächen jetzt. Wäre schön, wenn wir mal endlich, wie heißt das einfach mal? Ja, genau, so Strike 1, Strike 2, Strike 3. Sowas, endlich mal so eine von diesen Spezialattacken mal einsetzen würden. So, ich werde euch alle rächen, meine Leute. Ihr beiden, die mir so viel... Abel und den Mann, der blind war. Ja, zack, 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 Strike, 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 Strike. Wäre schön, wenn ich mal den Gun Frenzy mal aktivieren würde. Das heißt, dass ich mal viermal schnell schießen kann. Das wäre auch was Schönes. Oh je. Also die sind mich jetzt echt hier am Massakrieren. Mal gucken, ob wir das schaffen, ne? Der sieht nicht so aus, weil immerhin... Okay, einige haben sich hier schon zurückgezogen und die sind auch am Bluten. Aber die sind doch echt gut am Ausweichen, ey. Aber ich glaube, dieses Dodge und sowas alles ist mehr von mir als von denen, ey. Ich würde trotzdem, jeder, der abhaut, dass er mindestens blutet. Wow, weil wenn er blutet, haben wir immer noch die Chance, dass er... Oh je. Sieht nicht gut aus. Oh, 11? Kann man den mehr als 11 aufrüsten? Oh, mehr als 10 aufrüsten, das ist natürlich blöd. So. Wenn die hier hinten verbluten, dann ist das auch schön. Das sind ein paar Sachen, ne? Das sind so ein paar Typen, die haben so wenig Energie eigentlich, ne? Ein Schlag und müssen sich auch eigentlich da. Ja. Ist wieder einer am Abhauen. Hey, hier sind noch so viele mit so viel Energie. Ne. Also wie gesagt, wenn ihr das echt machen wollt, dann braucht ihr entweder eine stärkere Crew oder ihr selber müsst, glaube ich, Level 500 sein oder so. Black Cape. So. Ja, wie gesagt, wir haben jetzt nichts mehr zu essen. Wir selber sind eh schon fast am Verhungern, weil wir die ganze Zeit hier am Kämpfen sind. Der Einzige, der so wenig Energie hat und hier herumgeschleudert wird, das bin ich. Aber immerhin, zum zweiten Mal haben wir schon unseren komischen Strike hier gemacht. Da. So. Damit ist Peter Sunde, der hier arbeitet oder hier auf dem Schiff ist, immer noch. So. Das war das große Finale. Oder was heißt das große Finale? Hier ist sozusagen Ende. Und ja, wie gesagt, wenn ihr echt mehr sehen wollt, vielleicht, dass wir noch ein paar mehr Leute anheuern und so ein bisschen mehr aufleveln und dann sozusagen gut gegen die kämpfen werden und vielleicht sogar dann schaffen, die zu besiegen, würde ich sagen, schreibt es einfach drunter und ja, bis dann. Bis zum nächsten Projekt halt, ne? Ciao!